Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode RimWorld. In der letzten Episode wurden wir von Killer Mafalos überfallen und haben angefangen, hier mal die die Produktionsstätten zu setzen. So, wir haben hier einen Ingenieur, der gerne bei uns sein würde. 17 Jahre klingt gut, mal gucken. Ich würde sagen, wir bieten ihm an, dass er hier in Sicherheit ist. Weil ich kann tatsächlich noch ein paar Kolonisten benötigen. So, zack, zack, zack. Kriegt er erstmal einen Namen. Das hier wird der Evil David Wilkes sein. So. Fernkampf, Nahkampf. Tiere, Medizin, Konstruktion, Landwirtschaft, Bergbau. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Vielleicht haben wir da unseren spezialisierten Forscher gefunden. Schauen wir doch mal. Erstmal Beschränkungen. So. So, ich habe gar nicht geguckt. Ist mit ihm irgendwas? Pyromane. Kann kein Feuer löschen, kann keine einfachen Tätigkeiten machen. Aber immerhin ist er gesund. Gut. Also, wenn du todkrank bist, bist du krank. Kein Arzt. Könnte unser Ersatzarzt werden, sage ich mal. Na, so. Bettruhe. Schalter klicken. Nein. Sechs. Sechs. DJ muss schon eine Menge anderer Sachen machen. Vielleicht ist dann Tierpflege raus. Gucken wir mal. Was kann er dann noch? 0. 7 war hier auch besser. Können wir ausmachen. 5 zu 10 einfach nur aktivieren. So. Achso, er kann nicht Holz hacken. Schmieden 9. Ah ja, okay, hier haben wir es schon. Also, kann weg. Kann weg. Sehr gut, das entlastet den ja. Dann kann nämlich der gute DJ was anderes machen. Ja, so rum. Immer wieder verklicke ich mich da. Forschen. Forschen. Ich lasse es mal bei allen an. Tierpfleger bleibt dann bei Ihnen und hier machen wir es aus. Ne? Dann bleibt der DJ unser Tierpfleger. Und da wir noch nicht schmieden. So, na, Schneidern hat er eigentlich die ganze Zeit gemacht, aber ist egal, ne? Lassen wir so. Lassen wir so. Und dann gucken wir mal, wie wir gleich überfallen werden. Noch mal einen Schluck Kaffee trinken irgendwie. Die Stimme ölen. Da kommen sie schon. Zeig doch mal. Stammesmitglieder von der Fraktion Gelbmandrildorner. Und sie greifen sofort an zum Ort. Wie viel sind es denn? Ach du Scheiße. Okay. Ja. Hoffentlich können wir ein paar Klamotten abgreifen und ich hoffe, es werden nicht alle sterben. Evil, was geben wir dir denn? Was liegt denn jetzt noch an der Waffe rum? DJ, du musst unbedingt deine Schrotze ausrüsten. Und du konntest ein bisschen schießen, ne? Fernkampf 7, da würde ich fast sagen, nimm mal die Pistole, du kannst damit dann immerhin wenigstens schießen. DJ hatte, glaube ich, nur eine 3 oder so. Da, ja. Da fände ich es ganz gut, wenn er die Streuung entsprechend hat. Gut. Das heißt, DJ holt sich die Kanone, Evil holt sich die Kanone und der Rest muss erstmal wieder hierhin.
So. Würde ich fast sagen, machen wir wie beim letzten Mal. Die Leute ohne Schutz müssen sich ein bisschen verstecken. Du hast das Präzisionsgewehr. Kannst dich hier hinten hinstellen. Turbo genauso. DJ wäre dann der Einzige mit einer Weste und Schrotze. Der muss dann mal dahin. Sobald du die Pistole hast. Tja, mit der Pistole dahin. Ja, hier müssen auf jeden Fall irgendwie noch Sandsäcke hin und automatische Geschütze. Ich hoffe, das schafft unsere Forschung. Okay, den ersten haben wir schon mal. Sehr gut. Lass doch die Türen in Ruhe. Jetzt machen sie nichts mehr. Okay. Wer ist der beste Schrotzenschütze? Entweder Red 10, Dave 11 oder DJ, da wissen wir schon. Nein. Okay. Das heißt, Dave geht jetzt mal hier um die Ecke und rennt zurück. Kopfschuss. Könnt ihr da alle ins Loch ziehen? Sieht so aus. Die flüchten schon. Ah, das ist gut. Das ist gut, damit kann ich leben. Harry, lauf. Turbo, lauf. Ihr zurück. Könnt eine Party machen. Von mir aus. Kriegen wir die mit dem Gewehr noch? Wo flüchten sie hin? Einer oben lang, vier unten lang. Da passiert nichts mehr, ne? Ne, schade. Hätte ja gern noch ein paar Klamotten abgegriffen. Oh, da sehe ich doch was. Das erinnert mich auch an etwas, das ich noch machen wollte. Rauchkraut müssen wir noch anbauen. Sollen wir uns hier mal noch ein bisschen Anbaufläche schaffen und hier den Berg abtragen? Klingt vielleicht nach einer Idee. Okay, erstmal alle. Ihr seid nicht mehr im Kampfmodus, bitte. So, wir sind befreundet mit den Outländern. Nee, wie heißen die? Ach, Freundschaft Berg heißen die. Mit dem Zimmermann-Distrikt sind wir befreundet. Gelbmandril minus 85. Das rote Schrotgewehr minus 98 und die Vergeltung der Adler minus 95. Okay. Und wie stehen die untereinander? Die hassen sich. Die hassen sich. Und die hassen alle und die hassen alle. Und die sind auch untereinander nicht befreundet? Merkwürdig. Gut. Ist halt so. Es hat keiner überlebt, ne? Ist keiner, oder? Lebst du noch? Gekühlt? Was? Panda? Achso, der heißt so. Okay. Gut, gut, wir haben noch ein paar Gräber. Kein Problem. Der muss ausgezogen werden. Der muss ausgezogen werden. Ausziehen. 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 Das können wir ja mal gerade von Hand machen. Es wurden ja alle Fallen ausgelöst. Und zack. So, dann können die auch gleich begraben werden. Das finde ich sehr gut. Was liegt denn jetzt hier so rum? Verschiedene Waffen bitte aufheben. Ist das da? Ein Pila, bitte aufheben. Sehen wir hier noch mehr Xe? Ein Stahlspeer. Oh. Gut, ich habe jetzt keine prädestinierten Nahkämpfer, aber kann uns ja eigentlich auch egal sein. Gut, räumen wir den Kack erstmal weg und oh, da fehlt eine Tür. Sollen wir denn da mal eine Stahltür hinsetzen? Macht das Sinn? Strukturen, Stahl, wie viel habe ich denn? 700.
Setz doch mal eine Stahltür dahin. Dann würde ich sagen, immer wenn sie jetzt hier außen was kaputt machen, ersetzen wir das entsprechend durch Stahl. Wir können dann auch hier die Holzwände mal dann durch Stahl ersetzen. Ach, der Turbo zieht sich erstmal genüsslich so ein kleines Rauchkräutchen hier rein. Ja. Ich verstehe. Rauchkraut könnte man in der Küche machen, oder? Produktion müsste das sein, ein Arbeitsplatz. Hier in die Ecke. Psst. Ah, ich sehe gerade, irgendwas fehlte mir doch die ganze Zeit schon. Ich hätte gerne eine Lampe in der Küche. So. Und jetzt weiß ich auch, warum ich da kein Bett hatte. Ich wollte da eine Lampe hinstellen. Abreißen. Vielen Dank. Ach, Mann. Aufgaben. Aufgaben hinzufügen. Was gibt es denn alles? Stammeskleidung. Nein. Knüppeln. Nein. Kurzbogen. Taschenmesser. Nein. Mach mal Joints und mach so lange, wie wir Material haben. Haben wir jetzt natürlich nicht. Sollen wir hier anpflanzen? Aber hier würde ich tatsächlich erstmal gerne noch Strom machen. Achso, da kam eine Frage, ob die Solaranlagen nicht die Windturbine beeinträchtigen. Nein, tun sie nicht. Die Solaranlagen sind scheinbar ebenerdig. Die sind nicht in der Luft. Die richten sich nicht nach der Sonne aus und stören den Winddurchfluss von der Windturbine überhaupt nicht. Nicht fragen, kaufen. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das Quatsch ist, aber ja, gut, ist halt so. Ich meine, mich stört es jetzt nicht unbedingt. Ja, machen wir doch erstmal hier noch eine Anbauzone hin. Da können wir dann später zur Not dann auch nochmal was anderes dann anbauen. Sowas. Oh. Bevor da jetzt einer anfängt, Rauchblatt Kartoffeln zu pflanzen. Klicken wir das erstmal an. So, die Klamotten werden verteilt. Nahrung haben wir ordentlich. Harry, wie ist denn Harry? Geil. Wie viel hast du denn kochen? Kochen 6, steigt langsam. Ne? Naja, dir fehlt die das Interesse einfach, ne? Tja. Der kocht jetzt natürlich auch lieber als anzubauen, wenn ich das richtig sehe, aber. Turbo macht das, das ist in Ordnung. Turbo macht das. Tja. Hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen von einer leckeren Mahlzeit. Ja, da reicht Skill 6 reicht einfach nicht. Haben wir nicht einen besseren Koch? Also, irgendwie. Auch eine 6 und Passion. Eigentlich müssten wir das ändern, ne? Komm, machen wir so. Du nicht. Du ja. Du nicht. Dass ich das immer mit der Richtung verwechsel. Links? Nein. Rechts. Okay. Koch ist ab sofort der DJ. Tierpfleger ist ab sofort der Turbo. Und Gefängnisaufseher ist er auch noch. Wir haben keine Gefangenen, ist also erstmal okay. Dann haben wir nämlich hier die maximale Passion jetzt drinne und hier wenigstens ein bisschen Passion. Läuft. Harry kann putzen. Achso, Harry macht jetzt gar nichts mehr, ne? Was kann denn Harry sonst noch? Tierpflegen 1. Kunst. Ach, die Tische sind fertig, ne? Da sollte ich gleich mal gucken. Ja, ist okay. Dann haben wir aktuell einen Harry, der putzt. Das ist auch okay. Ein Bildhauertisch. Kleine Skulpturen, große und riesige. Sollen wir erstmal mit kleinen Skulpturen üben und dann irgendwann große machen? Was hat er denn für einen Wert? Der Evil. Oder Künstler? Nee, Künstler war Harry. Deswegen habe ich dran gedacht. 13. 13 ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Mach doch mal kleine Skulpturen zum Üben. Und zwar bis du hast, was weiß ich, fünf Stück. Details. Steinblöcke ist in Ordnung. Aber nicht aus Uran, Silber, Gold. Nein, das bitte nicht. Steinblöcke, ja. Verrottenes Material, Biogewebe, nein, bitte nicht. Danach kannst du von mir aus fünf große Skulpturen machen. So. Und hier geht das Gleiche. Bitte nicht. Also, ich kann ja auch alles löschen machen. Steinblöcke, ja, ne? Das wäre einfacher. Und danach kannst du noch riesige machen. Oh, am besten auch fünf, ne? Oder nur eine. Ich weiß ja nicht, wie riesig riesig ist. So, und jetzt haben wir gelernt, alles löschen, Steinblöcke, ja. So, Steinblöcke haben wir aber, glaube ich, keine. Dafür brauchen wir nämlich diese Dinger. Das sind nämlich Steinbrocken. Und die machen wir hier. Stahl, Steinmetz. Aufgabe. Aufgabe hinzufügen. Blöcke herstellen. Für immer. Details. Was machen wir? Verrotten das. Das ist irgendwie. Erlaube organisches Material. Nein. Nein. Bitte keine organischen Materialien, Blöcke machen. Das. Bitte nicht. Und. Musst jetzt, glaube ich, auch keine Weltreise machen, um. Blöcke zu holen. Den Radius würde ich gerne ein bisschen kleiner machen. Da sehe ich ihn, da sehe ich ihn nicht. Dann ist er, wenn 50 da ist, dann können wir auch 99 machen. So. Okay. Wunderbar. Evil hat sich ein Bett ausgesucht. Das ist sehr schön. Da fällt mir ein, ich wollte ja eine Stehlampe bauen, da und einen Blumentopf, da. Holz ist auch da. DJ raucht sich ein. Sehr schön. Und dann geht er erstmal weiter kochen. Joa. Klingt nach einem Plan, ne? Erstmal sich schön einen reinziehen und dann gemütlich am Herd rumstehen. Gerade gesagt, hier mach, ne? Joa. Habe ich. Gut. So, Zuweisung. Ich wollte mir endlich mal das mit den Klamotten angucken. Verwalte Drogenrichtlinien. Soziale Drogen dürfen alle und Dave, das bin wohl ich, der hat Chemikalieninteresse. Aha. Gut. Verstehe. So. Harry, kriegst auch mal irgendwas. Outfit. Outfit auswählen. Und zwar anything. Das würde ich gerne ein bisschen einschränken. So. Schäbig bis legendär. Schlecht bis legendär. Schlecht klingt gut. Und Hitpoints. Nichts unter 50%? Mal gucken. Mal gucken, ob die gleich alle nackt sind. Muss ich das speichern? Gehen die sich umziehen? Red ist schon nackt. Oder hat er was anderes an? Nein, das ist Eichhörnchenleder. Ah ja. Und eine Hose. Haben sich scheinbar ein paar Leute umgezogen. Zerrissene Kleidung ist weggegangen. Okay. Ja, da könnt ihr mir gerne mal noch in die Kommentare schreiben, ob das okay so ist oder ob man ruhig noch ein bisschen weiter runtergehen kann wegen zerrissene Kleidung. Ob es da irgendwie sinnvoll wäre, was weiß ich, auf 30% noch runterzugehen. Oh, Red hat sich einen Hut genommen. DJ hat auch einen Cowboy-Hut. Nice. Na, hoffentlich ist euch nicht zu warm. Gut, draußen sind nur 10 Grad, wie ich gerade sehe. Wie sieht's denn drin aus?
4. Ist euch kalt? Bedürfnisse? Ja, Michelle ist gestorben. Ist sowieso nicht deine Verlobte, das ist meine Ehefrau. Finger weg. Freund ist gestorben. Beengte Umgebung, hässliche Umgebung. Auch kalt ist scheinbar kein. Hat in der Kälte geschlafen. Aha. Harry wohnt, glaube ich, hier oben. 3 Grad. Okay, Kälte geschlafen, Kälte geschlafen. Kalt. Okay, ich sehe es schon. Ich habe es schon verstanden. Temperatur. Wir brauchen Heizung. So. 1, 2, Ah ja, klar. So und so. Und hier drinnen am besten auch im Gefängnis. Ja, vielleicht auch, ne? So. Ja, hier drinnen auch. Hier drinnen. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Das macht keinen Sinn. Hier vielleicht. Zumindest hier, wo die Jungs arbeiten. So. Gucken wir mal. Baut erstmal. Temperatur stellen wir dann noch ein. Falls dann da was fertig wird. Fleisch ist immer noch genug da. Wo ist der Koch? Der Koch, DJ, schläft. Naja, ist okay. Schrott und schäbig. Ja, bei den Westen wäre es mir fast egal eigentlich. Kann man das separat einstellen? Outfits verwalten. Anything. Schutzwesten. Achso, das kann ich jetzt nur aus- oder anstellen. Nee, nee, dann nicht. Dann ist es also. Kann man die reparieren? Naja, gut. Lassen wir erstmal so, ist okay. Oh, da werden Blöcke gemacht. Sehr schön. Das müsste man ja dann hier auch irgendwo sehen. Wir haben 75, 113 Kalksteinblöcke. Und der Harry macht eine Skulptur, wie es aussieht. Ja, kam ja die Ansage, ich soll Skulpturen und Drogen herstellen, um sie zu verkaufen. Ich kann mich spontan nicht erinnern, wann hier. Wann war denn hier das letzte Mal ein Händler? Ich glaube, wir haben uns Medizin gekauft. Die war ja dann, glaube ich, in der letzten Episode dann gleich wieder weg. Irgendwie so. Die Maffe los. Oh, ich würde ja am liebsten die Maffe los. Alle zähmen, einsperren und Milch damit produzieren. Und zur Not, wenn Tiere an Altersschwäche sterben, sie dann schlachten. Da haben wir noch ein paar Böcke, aber aktuell brauchen wir das, glaube ich, nicht. Überfall. Zum Ort springen. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, ob sie sofort angreifen. Sieht aber ganz danach aus. Okay, alle da? Alle da. Gleiche wie immer. Zack, Turbo. Hier hinten hingehen oder dahin. Echt mit der Reichweite, ne? Ja, dicke. Okay. Dann habe ich dir jetzt gesagt, du sollst den da angreifen? Bitte nicht. Dahin. 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 Red, da. Dave, da.
DJ da. Evil da. Wolle was reinlassen. Dave würde ich sogar gerne noch hier hinstellen. Damit auch ja die ersten Leute um die Ecke gucken. Ein Kopfschuss. Großartig. Flüchten Sie schon? Ich habe gerade schon wieder den DJ angeschossen, oder was? Prello. Nein, okay. Ihr zwei bitte nicht schießen. Danke. Oh Gott, aber Red hat gerade. Oder? Rechte Hand abgeschossen? Oh mein Gott. Ja. Okay. Es war eine dumme Idee. Es war meine Schuld. So. Du darfst gehen. Du bist befreit. Kann ich sehen, von welcher Fraktion die waren? Krieger, weiblich, gelb, Mann, ja, okay. Die darf ich dann gefangen nehmen. So, ja. Toter Mensch, nein, da muss noch. Den da würde ich gerne. Oder ist es der hier? Der, okay. Fangen. Das war ein bisschen unnötig, aber nur ein ganz bisschen. Ein Gräber. Ich baue schon mal neue. Ne? Oh Mann. Also, eigentlich möchte ich ja sagen, der DJ hat es nicht verdient, aber irgendwo, naja, mit Michelle verlobt war, würde ich sagen, hat das schon verdient. Naja, ne? Aber gleich die ganze Hand zu verlieren, ne? Das ist schon. Schon ein Kunststück irgendwie. So, Red, kannst du machen, was du willst. Und, achso, habe ich schon zum Ausziehen markiert? Ja, okay. Dave. Dave, bitte sag hier ausziehen. Und bitte da drüben ausziehen. Und ab jetzt kannst du wieder machen, was du möchtest. Die Leichen wegbringen wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, ne? So, um DJ kümmert sich keiner. Gut, 24 mal Medizin. Was habt ihr denn? Prellung, Schussverletzung, ohnmächtig vor Schmerzen, Landwirtschaft 8, Nahkampf, Fernkampf. Ja, ist schon okay, oder? Anwerben. Und ja, machen wir so. Wie sieht's denn mit dir aus? Stichnarbe. Nahkampf 10, Handwerk 8. Ist auch okay. Wir können es versuchen. 99% ist eine ganze Menge. Zur Not müssen wir da vielleicht irgendwann mal ein paar Organe entnehmen oder sowas. So eine Hand für DJ zum Beispiel. Kann der denn jetzt noch kochen überhaupt? Also, Kochen 7 hat sich ja immerhin verbessert. Arbeiten schlecht, Effizienz 50%. Heißt das jetzt, ist das jetzt so, als hätte der einen Kochwert von 3,5? Hässliche Umgebung, in der Kälte geschlafen. Ja. Wie viele haben wir denn schon? Und das hier bitte abreißen. Danke. Zimmertemperatur 21 Grad, finde ich zu viel. Machen wir 19 draus.
19 ist meiner Meinung nach ausreichend. Wir verbrauchen, glaube ich, jetzt auch dadurch eine Menge Strom. Die Zimmer sind auch, glaube ich, leer. Na, nur das eine, okay. Hier genauso. 19 reicht. Mann, 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 Mann. Temperatur, Heizung, da, danke. Mein Gott, und so schnell geht eine Episode schon wieder vorbei. Wir haben die Kleidung eingestellt, DJ ist geheilt, mehr oder weniger, arbeiten schlecht. Da brauchen wir mal irgendwie eine Hand, rechte Hand. Was kann man denn da so grundsätzlich machen? Holzbein, Holzbein, Gebiss. Herz, Lunge, Lunge, Niere, Niere, Einschläfern, Einschläfern. Also so wie irgendwie. Gibt es da ein Handimplantat? So eine Captain Hook Ding? Ihr wisst schon. Oder muss ich mir jetzt so einen Synthesen Cyborg Arm besorgen? Und Dave geht in die Ecke, schämt sich und isst dabei was, oder? Der Affe hat sich erholt. Togo ist schon im Gespräch. Was kann er denn überhaupt? 11. Da würde ich gerade noch schnell drauf achten. Gut, passiert jetzt gerade nicht. Also würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wir beobachten hier mal die Anwerbungsgespräche. Fände es noch schön, wenn die Sachen eingelagert werden. Er wurde gesichert. Na, na. Fehlgeschlagen 0,5%. Das ist nicht viel, aber naja. Theoretisch 200 Versuche müsste es einmal klappen, ne? Irgendwie so. Alles klar. Also, bis dahin. Ciao.